willkommen hier auf meinem Kanal. Heute habe ich euch ein Make-up-Tutorial, was schon sehr Christmashaft ist und vor allen Dingen, wo die Alida sich sehr, sehr drüber freuen wird. Und zwar habe ich ihr Nyx-Pigment und ihr Glitzer-Pigment in der Farbe Copper verwendet. Und es hat so gut funktioniert und ich hoffe, dass euch solche Make-up-Tutorials gerade zur Weihnachtszeit sehr viel Spaß machen. Ich habe auch ganz kurz gezeigt, wie ich diese Haare dahin bekommen habe. Ich habe einfach so einen, wie nennt man das, kegelförmiges Haarcurler benutzt. Ich habe den gar nicht so oft benutzt, Leute, ganz ernsthaft, weil ihr wisst, ich trage meistens einen Dutt. Ja, einen Dutt, aber das wollte ich gerade bei dieser echt angenehmen Haarlänge mal ändern. Und ich hoffe, ihr seid noch nicht, oder seid Abonnent meines Kanals, oder werdet es jetzt, nachdem ihr mich gesehen habt und gesagt habt, ha, das Make-up-Tutorial interessiert mich, dann klickt doch gerne den Abonnier-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr halt sehen könnt, wenn ich neue Videos hochlade. Gerade zu Weihnachten, also die Woche vor Weihnachten, also ich glaube, Weihnachten ist ja, glaube ich, Sonntag, werde ich von Montag bis Samstag, werde ich jeden Tag ein Video hochladen für euch. Entweder ein Make-up-Tutorial oder ein Geschenke-Vorschlag-Video oder ein Video mit einer Kollaboration oder so. Je nachdem, ich werde euch auf jeden Fall eine Woche entertainen am Stück, weil ich habe auch frei. Da habe ich dann auch ein bisschen Zeit, um euch was abdrehen. Und wenn du ganz arg neugierig bist, wie dieser Look entstanden ist, dann bleib gerne dran. Abonnieren derzeit kurz meinen Kanal und sei Teil unserer Jenny What Else Familie.
quick das Augen-Make-up, dass ihr ungefähr sehen könnt, in was für einer Technik ich heute benutzt hatte. Und zwar habe ich heute mal diese Make-up-Shields benutzt. Und zwar, ich muss sagen, die sind ja unfassbar. Die gibt es in zwei Größen. Und zwar habe ich die beim Primark gefunden. Das sind praktisch Make-up-Shields. Die kleineren verwendet ihr praktisch, um direkt hier so einen schönen Cut zu machen. Und hier verwendet ihr wirklich, um praktisch größere Partien abzudenken, die praktisch schmutzig werden können. Und ich werde jetzt auf jeden Fall das weitere Make-up mit euch machen, weil mir ist schon langweilig, ich kann mich nicht unterhalten. Und auf jeden Fall nehme ich heute die Estee Lauder Double Wear Foundation. Ich benutze die recht häufig in der Farbe Shell Beige. Ich habe jetzt mit dieser Technik praktisch ein extrem krasses Augen-Make-up zaubern können. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist immer mit dem Make-up dann unter den Augen zu arbeiten. Aber das macht ja eigentlich nichts. Ich habe jetzt hier aus der Weihnachtspinsel LE, das ist so eine, das war keine spezielle LE, das war einfach so ein Geschenkpaket oder sowas. Was auch die liebe Alina bekommen hat von mir vom Kanal Family for Life. Den verlinke ich euch auch gerne unten, weil da könnt ihr die Pinsel dazu sehen. Also da könnt ihr sehen, die Pinsel. Als Glitzerpigment habe ich heute das erste Mal ein Glitzerpigment benutzt. Und zwar von NYX in der Farbe Koppe. Und das ist ein bisschen tricky, wenn man noch nicht weiß, wie man mit sowas arbeitet. Aber ich muss sagen, das ist so schön rausgekommen. Ich hatte erst das Glitzerpigment so aufgetragen. Allerdings ist das, glaube ich, nicht ganz das Richtige, weil man eigentlich eher, sage ich mal, eine Lidschattenbase macht in der ähnlichen Farbe und das dann da drauf toppert. Weil ich fand, die Pigmente lassen sich nicht gut zusammenkleben, was vielleicht auch an dem Glitterprimer liegen kann. Ich habe einen P2 Glitterprimer. Das ist jetzt allerdings nicht tragisch oder so. Aber ich werde auf jeden Fall weiterhin damit rumexperimentieren, weil das definitiv, glaube ich, absolut ein Go werden wird für mich. Also nochmal vielen, vielen Dank, liebe Alida, dass du mir diese tollen Pigmente besorgt hast. Ich versuche jetzt einen wunderschönen Look zu kreieren. Heute lasse ich es sehr kopper-schwarz wirken. Es ist ein Copper-Smoky Eye und ich finde ihn wunderschön. Ich finde auch, die Glitzerpigmente kommen super raus. Ich habe, wie gesagt, heute, wie schon einigen Abonnenten von mir gewünscht, ihr Lieben, ich habe heute nicht die Jaclyn Hill Palette, sondern die Value Makers Palette benutzt. Und ich muss sagen, die Arbeit mit den Shields hat sich als sehr, sehr cool entwickelt, weil ihr konntet zum Beispiel ganz scharfe Kanten ziehen und wirklich aufbauen und in der Crease arbeiten und praktisch einfach drüber labbern, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Und ich muss sagen, die Palette, umso öfter ich sie in der Hand habe, umso geiler finde ich sie. Es wird auf jeden Fall noch ein Video für euch abgeloadet, wo ich euch Paletten und Make-up-Items zeige, die ganz, ganz toll für Weihnachten sind. Das Video wird etwa Mitte Dezember kommen, dass ihr praktisch natürlich auch noch Zeit hättet, eventuell das ein oder andere zu besorgen, falls ihr euch die Ideen gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon soweit Weihnachts-ready seid oder so. Ich noch gar nicht. Das Einzige, was ich jetzt rein theoretisch beschenken könnte, ist meine Nichte und meine zwei Neffen. Ansonsten wüsste ich überhaupt nicht, wen ich jetzt schon beschenken könnte. Eigentlich noch gar niemanden. Das ist echt schlimm. Also ihr müsst halt, wie gesagt, mit dem Make-up-Sponge, ich fand das ganz cool. Ich finde die Form sehr cool, weil zum Beispiel, ihr seht ja, ich habe zum Beispiel auch diesen von Ebelin. Den benutze ich zum Beispiel auch, um solche scharfen. Wenn ihr ein sehr dramatisches Augen-Make-up macht, dann lohnt sich das, wenn ihr zum Beispiel erstmal mit sowas arbeitet und praktisch erst das Augen-Make-up macht, es dann absäubert und dann weitermacht. Weil wie gesagt, je nach Intensität des Augen-Make-up sitzt ihr halt da und wisst halt nicht, ob ihr jetzt noch das so hinbekommt und sauber gemacht bekommt. Das ist natürlich nichts, wenn das so ist. Als nächstes werde ich definitiv mein Gesicht abpudern. Ich benutze zum Abpudern immer das Coty Airspun. Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben nochmal ein anderes Puder finden werde. Muss, ich hoffe nicht. Ich persönlich benutze das unheimlich gern. Es ist jetzt auch schon ein Backup bei mir auf die Reise. Ich habe jetzt bei Amazon wieder was bestellt. Und zwar habe ich das bestellt über Amazon. Das Coty Airspun kostet dort 16,99 für Prime-Kunden
Und es wirkt erstmal ein bisschen weißlich, wie ihr in der Kamera seht, fliegen hier voll die Partikel rum. Aber ich lasse es erstmal noch ein bisschen setten. Also ich mache das nie ganz runter. Dadurch, dass wir auch ins Kino gehen später, mache ich jetzt auch hier auf jeden Fall auf meiner Nasenbrücke einiges an Setting Spray, was ein super Tipp ist, Leute. Dann ist eure Nasenbrücke nicht ganz so am Make-up abgeben wie sonst. Gesundheitlich geht es mir jetzt schon ein ganzes Stück besser. Ich habe jetzt Antibiotika gekriegt und fühle mich manchmal hardcore abgebeamt, also ehrlich. Aber wir müssen da durch, wir müssen da durch. Ich hoffe, das schaffe ich. Ich schaue gerade, wo meine ganzen Eyeliner sind. Glaubt ihr das? Manchmal finde ich meine Eyeliner-Stifte nicht. Ist das schlimm hier? Also, ich habe, wie gesagt, das Gesicht mal gesettet. Ich lasse das Puder immer noch ein bisschen einwirken, ja. Weil das natürlich sehr geschickt ist. Weiterhin mache ich jetzt meine Augenbrauen. Und zwar nehme ich hier dann diesen Waterdrop Brown Liner Waterproof. Ich finde den sehr cool, weil der hat so eine tränenähnliche Form. Problem ist nur, er ist super weich, sehr wachsig. Das heißt, ihr müsst wirklich sehr light-handed damit umgehen. Wie ihr aber seht, ist der super pigmentiert. Man merkt jetzt schon nach etwa 2 Monaten, wo ich meine Augenbrauen habe stechen, fertig stechen lasse, dass die Pigmentierung natürlich nachlässt. Ihr müsst auch gar nicht so sauber arbeiten, dann geht ihr mit dem Spoolie rein und verteilt praktisch die Farbe in die restlichen Teile der Augenbraue. Und dann nehme ich immer noch das Make Me Brow von Essence. Also praktisch dieses hier. Das kostet, glaube ich, 2 € oder so. Das ist wirklich ultra günstig. Und lege eine schöne Coat voll Augenbrauen. Ich gehe mal ganz, ganz schnell weg von der Kamera, mache mir meine Wimpern drauf, mein Eyeliner und bin So, ihr gleich Lieben, wieder da zurück. bin Ihr ich auch Süßen. schon wieder. Und zwar habe ich mir einen Eyelinerstrich gezogen mit einem, ich glaube, das war der Ink-Eyeliner von. Ah, genau. Der Liquid Ink-Eyeliner von Essence. Mein absoluter Favorite. Dann habe ich mir Ardell Lashes geklebt in, ich glaube, in der Form Wispy. Und ich würde gerne noch unten, also ich habe praktisch noch einfach, ich hatte jetzt am Anfang Kiss Lashes aufgeklebt, aber dieses Band ist mir zu dick. Das gefällt mir gar nicht. Also ich werde auch definitiv bei Ardell bleiben. Manche finden die Kiss Wimpern übel geil. Also ich komme mit denen gar nicht zurecht. Irgendwie sieht das total kacke aus. Ich werde jetzt ein bisschen zwischen Schwarz und Braun ein bisschen hier an der Lower Lash Line arbeiten, praktisch, dass es ein Top-Bild bekommt. Ich habe mit dem Kiko Glitter etwas in dem Inner Corner etwas aufgetragen, werde aber jetzt noch gleich ein Inner Corner Highlight aussuchen aus der Value Makers Palette. Das ganze Make-up habe ich ja mit dieser Palette gemacht, Leute, und ich hatte überhaupt keine Probleme mit zum Beispiel Kontaktschwierigkeit mit meinem Auge oder so. Ich nehme jetzt dieses obere Ding, was ich hier für die Augenbrauen hatte, und gebe mir das in die Mitte. Yeah! It's poppin', baby, it's poppin'. So, das gebe ich mir jetzt noch übers Glitzer drüber. Ist aber optional, das müsst ihr nicht nehmen. Also, ich finde, wie gesagt, das Augen-Make-up unnormal schön rausgekommen. Also, ich habe auch das erste Mal mit Glitzer gearbeitet, auch mit der Value Makers Palette das erste Mal. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also die Value Makers Palette hat sich unheimlich gut verblenden lassen. Ihr konntet super, super, super geile Looks damit schminken. Und auch diese Schimmertöne sind out of this world. Ich habe auch schon gehört, dass manche Leute die fast besser finden wie die Morphe Jaclyn Hill. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also dafür haben sie zu unterschiedliche Farben. Aber was definitiv sicher ist, die kann auf jeden Fall damit mithalten. Also wenn ich so in den Spiegel gucke, ich bin unheimlich überrascht, dass der Look wirklich so schön copper rausgekommen ist. Das NYX Glitter, wie gesagt, ich habe das mit dem Glitterprimer aufgetragen, aber unter dem passenden Lidschatten. Ich habe jetzt diesen Lidschatten genommen. Den swatche ich euch gerne auf meine Hand. Geht irgendwas anderes. Also das ist ein wirklich toller Kupferton und habe da drauf jetzt praktisch das Glitzer aufgepackt. Und muss sagen, ist geil rausgekommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und die Pigmentierung ist so stark, Leute, dass ich es nicht mal von meinen Händen runterkriege. Also, wie gesagt, es kommt am 15. gucke ich, dass da das Video hochkommt.
Ich werde auch eine Woche vor Weihnachten jeden Tag entweder ein Tutorial oder ein Weihnachtsgeschenke-Video hochladen, wo ich euch auch spezielle Paletten vorstelle und damit ein Tutorial euch schminke, weil ich einfach denke, dass es euch super hilft, wenn ich euch, sagen wir mal, Paletten etwas näher vorstelle und so weiter. Da habt ihr einfach dann eine größere Übersicht darüber, was an Paletten man vielleicht kaufen könnte, die sich richtig lohnen würde. Ich nehme jetzt mal die Dream On Highlighting in Bronze Palette von Rival de Loop Young. Ich habe die euch ja in einem LE-Video vorgestellt. Ich benutze sie fast jeden Tag, mal wechselnd mit meiner BH Cosmetics Konturpalette. Und ich muss sagen, ich finde die unnormal schön. Ein ganz tolles Produkt, was ich nie gedacht hätte, ist auch von Rival de Loop, der Bounce, von der Beauty Code Reihe, der Bouncing Blusher, Leute. Also der Bouncing Blusher, ich kann den auch gerne verwenden. Das ist ein Creme-to-Powder-Produkt, ja, mit dem sich unheimlich gut arbeiten lässt, was ich so überhaupt nicht gedacht hätte. Ich habe das mal aus der LE gekauft, weil ich die natürlich auch reviewe, die Sache. Habe aber damals gar nicht so aktiv, sag ich mal, Make-up-Tutorials und Sachen für meinen Kanal hochgeladen. Das hat sich ja, wie ihr wisst, mittlerweile ziemlich verändert. Diese Produkte hatte ich halt in der Schublade und irgendwie, bevor sie halt gammeln, dachte ich halt, benutze ich sie halt mal. Und ich benutze hier diesen ganz warmen Ton da draus. Und ich muss sagen, er passt sehr, sehr gut in mein Gesicht. Ich komme damit sehr gut zurecht. Den Highlighting-Ton traue ich mich jetzt nicht zu benutzen, weil er sehr, sehr weiß ist, Leute. Ich habe euch das ja mal in einem Video gezeigt. Ich habe den in dem First Impression LE. Das ist ein sehr, sehr schöner Highlighter, aber den benutze ich heute mal nicht, sondern ich benutze meinen geliebten Might Be Super Shark Chic Highlighter von ColourPop. Und zwar einem, ich muss sagen, mittlerweile benutze ich gar nicht so arg viel Rouge, weil Rouge zum Beispiel, ich weiß nicht, also ist das irgendwie aus der Mode gekommen? Also ich sehe immer viele, viele YouTuber, auch gerade aus Amerika, die immer weniger, ihr könnt, das ist auch so ein Cream-to-Powder-Produkt, da könnt ihr halt auch geil eure Augenbrauen mit betonen. Das sind so richtige Blinding-Highlighter, also ich kann es gar nicht anders sagen. Und auf den Lippen bin ich mir noch unschlüssig, aber ich habe heute Lust, ich werde jetzt erstmal kurz ein bisschen fixblass, damit praktisch die ganzen Massen an Produkte sich vermengen. Was sagt ihr? Was soll ich auftragen? Ich habe eher Lust auf ein Rot. Irgendwie auf so ein Rot, oder? Oder auf sowas hier. Das ist auch richtig geil. So ein dunkles Ziegelstein. Ich glaube, das wird's. Also, ich nehme jetzt erstmal einen. Jetzt muss ich mal gucken, wo meine Lieblingsfarbe ist. Ich benutze gerade einen total gerne. Und zwar ist das hier dieser Long Lasting Lip Liner in der Farbe Plum. Von Rival de Loup. Leute, ich glaube, der kostet 1,70 Euro oder so. Und wenn ihr dann noch 20% drauf kriegt, kriegt ihr ihn im Prinzip geschenkt. Ja, also im Prinzip ist es echt krass bei dieser Marke. Ich habe halt auch so ein paar Hautfetzen auf der Lippe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da trage ich jetzt mal so ein kleines Lippenöl auf. Und bevor ich den Liquid Lipstick... Das ist auch ein guter Tipp, Leute, wenn ihr zum Beispiel sehr trockene Lippen habt. Tragt, bevor ihr einen Liquid Lipstick auftragt, einfach nochmal ein Öl auf oder so. Das dauert dann zwar zum Durchtrocknen etwas länger, aber... Geile Farbe. Ihr habt eine kleine Schicht Pflege darunter. Weil das kann hardcore anstrengend werden. Das ist ein Instant Color Matte Liquid Lip Color in der 05 von Kiko. Das ist ein wunderschönes, dunkles Ziegelrot.
ist richtig, richtig schön. Durch das Lippenöl dauert es natürlich etwas länger zum Antrocknen. Jetzt lasst ihr einfach eine Schicht trocknen. In der Zeit kann ich auch ein bisschen absäubern, weil natürlich wieder was daneben gegangen ist. Wie kann es auch sein, dass ich einfach mal meine Lippe treffe? Dann nehme ich jetzt einfach hier zum Beispiel diese Conceal-Palette und nehme mir einen sauberen Pinsel und gehe in so eine Farbe rein, Conceal-Ton und fahre mir die Lippe entlang. Das ist auch ihr Haut nicht schlimm. Und verblende das mit meinem Finger und gehe noch mal jetzt noch ein bisschen mit dem Schwamm drüber und dann So, ihr sehen wir uns Lieben, und gleich da bin wieder. ich auch schon wieder. Da das Video noch nicht ganz vorbei ist, will ich euch real quick zeigen, was ich noch mit meinen Haaren mache. Ich habe das jetzt eingesprüht mit dem Schutzengelspray von Got2b. Das ist jetzt praktisch das, was ich so verwende. Dann gebe ich noch meistens von Elnett irgend so ein Kurspray drüber, weil ich der Meinung bin, dass das auch irgendwie hilft. Und jetzt nehme ich einen Kegelcurler und curle meine Haare. Gar nicht arg lange, also wirklich nur ein paar Sekunden, weil ich eher so auf diese Waves stehe. Also ich habe ja jetzt eher so ein, wie nennt man das, einen Long Bob oder sowas. Und da möchte ich eigentlich lieber schauen, dass ich sehr sachte mit den Haaren umgeht. Ihr seht ja, es sind ganz seichte Locken. Gar nichts so Spektakuläres. Also, ihr macht das jetzt einfach auf dem ganzen Kopf. Das dauert bei mir immer eine Ewigkeit, weil ich erstmal mir zwei, dreimal die Hände da. Kennt ihr das? Also, ich verbrenne mir immer so krass die Fingerkuppen. Ich weiß auch nicht, wie jemand das jeden Tag machen kann. Also, ich mache das wirklich so ungern und so selten, Leute. Wie gesagt, nur so zum, sag ich mal, spezielleren Sachen. Jetzt heute zum Beispiel habe ich jetzt richtig Lust. Aber ansonsten ist es für mich echt eine Zumutung. Ich mache das jetzt geschwind fertig und dann nehme ich euch gleich mit und zeige euch den Final Look, wie er aussieht. Also im Prinzip mache ich eigentlich nichts anderes, wie dass ich einfach die anderen Haare eindrehe, mich fertig anziehe und dann zeige So, ich ihr mich euch. Lieben, Ich hoffe, dieses Make-up-Tutorial hat euch Spaß gemacht. Ich finde das Make-up unnormal schön. Ich finde, es ist einer meiner besten Looks. Ich habe für die Augen komplett, wie gesagt, die Value Makers Palette benutzt. Ich habe auf die Wünsche von euch natürlich immer wieder gehe ich auf sie ein, weil ich einfach denke, es ist sehr, sehr wichtig für euch, wenn ich euch Sachen natürlich recommende, ja, dass ich euch praktisch die vorschlage und natürlich euch auch empfehle, dass ich diese natürlich auch benutze und euch zeige, wie diese zu verwenden sind. Ich trage heute mal künstliche Wimpern, weil ich gerade bei diesem Look finde, dass er boom aussieht, ja. Und wenn ihr sehr gerne noch weitere Tutorials darüber haben wollt, auch über die Weihnachtszeit hinaus, also ich kann wirklich von Karneval-Papagei-Look bis einen ganz nudigen Ton eigentlich alles schaffen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da wahnsinnig Spaß dabei habt und einfach gerne, gerne Teil dieser Familie werdet. Ich denke, ich habe immer wieder ganz interessante Videos für euch, Videos, die von der Länge her meistens sehr lang sind, aber ich muss sagen, kürzen werde ich sie nicht, weil ich immer noch denke, also zum Beispiel, ich gucke total gerne eine halbe Stunde Video an, weil ich einfach denke, die Zeit nehme ich mir einfach auch, wenn ich mir die Jenny in die Küche stelle und mir dann die Videos damit aber dabei angucke. Wie gesagt, alle Sachen, die ich praktisch verwendet habe, schreibe ich euch gerne in die Infobox. Und wie gesagt, ich finde die Palette unheimlich schön. Sie arbeitet sich eigentlich ebenfalls so gut wie die Jaclyn Hill Palette. Ich finde eigentlich ganz wenig Unterschied. Was ich dieses Mal auch verwendet habe, das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, obwohl ich es vorher schon getan habe, sind diese Make-up Shields. Und zwar die Lidschatten Shields. Ich habe die mal bei jemandem gesehen. Und zwar Ann Nock heißt sie. Ich schreibe den Kanal unten rein. A-N und dann wie Nock. Knook. Das ist praktisch eine YouTuberin. Sie hat einen sehr Slang. Ich weiß nicht, was das ist. So norwegisch oder sowas. Oder vielleicht sogar polnisch, rumänisch. Ich weiß es gar nicht genau. Die hat die benutzt und man sieht praktisch bei ihr immer nur das ganze Auge. Und es ist so geil, die Aufnahme, weil sie geht so nah an die Kamera ran, dass ihr wirklich nur das Auge seht. Und praktisch habe ich dieses Teil hier gesehen. Und ich habe die bei Primark entdeckt.
Ihr kriegt 15 kleine und 15 große. Ich weiß gar nicht, wofür ich die großen brauche. Also, das ist halt, wenn ihr euer Make-up schon gemacht habt, ja, ist es ein geiles Tool. Ich habe es jetzt praktisch heute mal andersrum gemacht. Ich habe erst Augen und dann das normale Make-up für euch gemacht. Wenn ihr natürlich euer Make-up schon sitzen habt, ist das natürlich mega geil, wenn ihr das natürlich drauf macht. Was ich ein Problem damit habe, ist, dass ich eher das benutze, um eine scharfe Kante zu ziehen, um praktisch auch das Verblenden. Das ist halt mir heute unheimlich leicht gefallen, weil ich einfach auf dem Papier drüber geblendet habe und mir nicht in die Haut geblendet habe und anschließend es korrigieren musste mit feuchten Babytüchern oder so. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch solche kleinen Tools auch Spaß machen werden. Da werde ich auch euch ein Video drüber abdrehen, was für Make-up-Tools ich sehr hilfreich finde, welche Form der Pinsel zum Beispiel und vor allen Dingen auch solche Sachen, weil es gibt manche Sachen in der Beauty-Industrie, also wo ich mir auch denke, oh, das ist jetzt viel, viel, viel zu too much. Und deswegen hoffe ich, dass euch solche Tutorials einfach wahnsinnig Spaß machen. Ich muss sagen, ich bin jetzt Gott froh, dass ich einigermaßen meine Stimme wieder habe. Also heute habe ich noch nicht auf den Tisch gekotzt oder so, weil das ist mir die letzten Male sehr oft passiert. Gerade ihr seht ja die letzten Videos. Ich verlinke euch mal ein paar, wo ihr Jenny richtig krank sehen konntet. Da ging einfach gar nichts. Es hat mir so den Hals gejuckt. Deswegen habe ich auch keine so eine Art Chit-Chat ready with me gemacht, sondern habe natürlich ein Segment, zum Beispiel mein Augen-Make-up, so abgefilmt, weil da der Hustenreiz etwas groß war, das war natürlich etwas schwierig. Dann habe ich mich entschieden, einfach das stumm für euch zu machen und das Make-up habe ich wieder mit euch gequatscht. Und ich hoffe, dass ihr darüber Verständnis, dafür Verständnis habt. Ich finde auch irgendwie dieser Bob in Locken total interessant und ich hoffe, dass euch diese Make-up-Tutorials Spaß machen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich grüße euch und Leute, lasst es euch jetzt gut gehen, esst, trinkt, tut, was ihr wollt, lasst alle Diäten zur Seite fallen und lasst es euch einfach gut gehen. Denkt nicht so viel drüber nach, wie das Jahr war, ob gut oder schlecht. Haut einfach rein und denkt einfach für nächstes Jahr euch tolle Ziele aus, die erreichbar sind. Ich finde immer erreichbare Ziele sehr wichtig. Also wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt 100.000 Abonnenten. Das ist für mich, ich glaube, nicht erreichbar, aber ich habe mir die 1.000 vorgenommen. Da bin ich auch schon total, gespannt drauf. Ende des Jahres wird auch nochmal ein Infovideo für euch online kommen, wo ich euch so ein bisschen erkläre, was ich in meinem Kanal gerne an festen Zeiten möchte, weil ich einfach jetzt auch ein halbes Jahr jetzt YouTube mache und sehe, wann ich am besten Zeit habe. Und vor allen Dingen den English Monday, der wird auf jeden Fall kommen, Leute, weil ich glaube, dass das auch richtig gut knallen wird auf dem Kanal, weil viele, viele Leute einfach dann fragen, ha, die schminkt sich vielleicht nicht schlecht, aber ich kann sie nicht verstehen. Und deswegen will ich das mal probieren. Ich werde das mal so ein, zwei Monate vordrehen. Und dann werde ich mal schauen, wie das ankommt. Entweder läuft es oder ich lasse es einfach und gebe euch den Tag. Das weiß ich noch nicht. Also ich hoffe, wie gesagt, ihr seid weiterhin dabei. Und haut rein und esst Lebkuchen und Christstollen.